bin hier mit dem Albert Detter in Paxmal auf Schreiner Hochruck, Qualenstadt Berg. Der Albert Detter ist in Wallenstadt aufgewachsen, als Sohn vom früheren Gemeindepräsidenten Albert Etter in Wallenstadt. Heute ist er Präsident der Karl-Wickel-Stiftung in Wallenstadt und zwischenzeitlich ist er unter anderem bis zur Pensionierung Gemeindepräsident von Wittenbach bis St. Gallen gewesen. Albert, dein Bezug zum Karl-Wickel Senior? Der Bezug ist familiär. Familie Etter war mit dem Karl-Wickel Senior befreundet gewesen. Und wo der Karl-Wickel Junior hat müssen in die Schule, in die Sekundarschule auf Wallenstadt. Und einmal bei schlechtem Wetter und bei Schnee nicht nach Hause können. Dann hat er bei uns im Rebhof Kost und Logis gehabt. Ah, so. Der Karl Wickel war ja ein Stadtzürcher. Und warum ist er nach Wallenstadt Berg gekommen? Der Karl Wickel ist tatsächlich 1886 in Zürich geboren. Er hat dann mit 4 Jahren den Vater verloren. Hat dann eine Lehre gemacht als Grafiker und hat sich nachher in Carrara zum Bildhauer ausbilden lassen. Und in dieser Zeit damals, in dieser strengen Zeit von der Reise und der Arbeit, ist er verkrankt und ist todkrank ins Sanatorium Wallenstadt Berg gekommen. Und er hat das Gelübde abgetan, wenn er wieder gesund werde, dann hat er seinen Lebensstil ändern und dann schafft er ein Friedensdenkmal. Und da leitet sich ja der Name Paxmal ab. Hast du das Erstellen oder die Erschaffung, wie er der Künstler gesagt hat, selber erlebt? Oder mindestens im Familienkreis hast du Informationen dazu bekommen? Das Paxmal ist 1949 nach 25-jähriger strenger Arbeit fertiggestellt worden. Ich bin ein später 47er. Ich habe also von dem nicht mitbekommen. Aber wir sind in den späteren Jahren, als ich laufen konnte, meistens am Sonntag den Spaziergang in Schreinau Kruck. Und hier ins Paxmal zu der Familie Wickel. Oder in die Alpschreina, in die Alpschwald ist hinterher. Vielleicht ist man auch mal auf der Lysis. Aber das Paxmal ist ein paar Mal im Jahr auf dem Programm gewesen. Mhm. So wie ich informiert bin, und du kennst das sicher auch, hat der Künstler Karl Wickel mit seiner Familie ja irgendwo da gewohnt. Kannst du mir das hier zeigen? Ja, das ist zutreffend. Er hat tatsächlich hier während der Bauzeit in dem Kernbau gewohnt, oben innen. Und unten hat er sein Atelier gehabt. Er ja nach strenger Arbeitsteilung halb Jahr arbeiten und Geld verdienen und die anderthalb Jahre draussen an dem Paxmal arbeiten. Die Arbeitsteilung, die hat er eigentlich konsequent durchgezogen. Du hast mal darauf hingewiesen, dass dort oben noch die Scharten, quasi die ehemaligen Fenster, gesehen sind. Und ich glaube, man sieht das deutlich rechts vom Wort Pax, die zwei Vierecke, die dann später ausgemauert worden sind, wo es nicht mehr als Wohnung gedient hat. Richtig. Der Künstler hat später nebenzu, Ende der 30er Jahre, ein Haus gebaut. Dann hat man das fertig gemacht, das Paxmal. Und die Familie hat dann dort hinten gewohnt. Aber der junge Karl Wickel, Jahrgang 1927, der ist hier auf die Welt gekommen und hat hier seine ersten Jahre verbracht. Das hätten wir auch mal erzählt, dass er als Bub da hinten gewohnt hat. Ja. Gut, dann ein weiteres Thema. Das Paxmal hat der Künstler oder der Erbauer Karl Wickel Senior ja der Post geschenkt. Warum? Ja, der Karl Wickel hat ohne fremde finanzielle Hilfe das Monument hier geschaffen. Er hat es zwar versucht, Geld darüber zu kommen, aber in der damaligen Zeit hat niemand an den Tempel geglaubt. Und er hat zuerst mal merken, dass er auf sich selber angewiesen ist. Er hat dann als erfolgreicher Briefmarkenstecher für die Schweiz insbesondere, aber auch für das Fürstentum Liechtenstein und für Luxemburg einen Haufen Briefmarken entwerfen.
Über 100 Exemplare sind allein schweizerische Briefmarken, die rausgekommen sind. Und mit dem Geld, das er verdient hat von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, damals PTT-Betriebe, hat er sich den Lebensunterhalt und das Material können beschaffen für das Paxmal. Und zum 80. Geburtstag hat er eine Analyse gemacht, was passiert mit dem Paxmal. Er hat es dann an der Schweizerischen Eidgenossenschaft PTT geschenkt und unter deren Schutz gestellt, weil er eigentlich gedacht hat, dass er wahrscheinlich der verlässlichste Garant, dass das Werk hier einigermaßen erhalten und doch der Natur anheim gestellt bleibt. Dr. Lucius Mader, Vizedirektor vom Bundesamt für Justiz, hat damals mit dem Direktor von der Post probiert, das Paxmal für die Stiftung erhältlich zu machen. Man hat es dann abgeklärt und ist darauf gekommen, weil in der Schenkungsurkunde steht, dass das Paxmal weder verkäuflich noch übertragbar sei, hat man die rechtliche Lösung nicht gesehen, dass man das hätte können, der Stiftung übergeben oder zurückschenken. Der Lucius Mader ist ja in Flums aufgewachsen, im Halbmil, und hat hier am Wallerstadtberg ein Ferienhaus. Also in Bezug zu dieser Region ist natürlich nach wie vor sehr eng und er kennt das Paxmal und hat seine Connections in Bern. Das alles hat ja geholfen, dass wir vor einem Jahr ungefähr die Stiftung konnte das Paxmal auch übernehmen. Also wir haben auf der Connection vom Dr. Lucius Mader aufbauen. Er hat mir dann allerdings müssen sagen, jetzt sei die Trennleitung ausgewechselt, er hat keine Beziehung mehr, nichts. Aber wenn wir sonst irgendwie helfen können, denken wir gerne helfen. Wir sind dann so vorgegangen. Das Grundstück, wo das Paxmal draufsteht, hat einem Neffe, Karl Anders Bickel, gehört. Und dann habe ich mit dem Karl Anders Bickel mal Verbindung aufgenommen und habe gesagt, wie sehe ich das aus? Wir möchten das Paxmal zurückholen bei der Post. Und dann hat er spontan gesagt, also wenn euch da gerotet, dann schenke ich euch das Grundstück. Und das hat mich natürlich riesig gefreut. Dann schritt weiter und auf dem Heimfahren im St. Galler Rintel ist mir plötzlich zu gekommen, dass ja das Paxmal, das Werk als Personaldienstbarkeit, Baurecht, auf dem Grundstück eingetragen ist. Und wenn der Eigentümer vom Baurecht einverstanden war mit der Löschung von dem Baurecht, dann wird das Paxmal nach ZGB heimgefallen. Das Heimfallsrecht hat dann gespielt. Dann habe ich das dem Karl Anders Bickel mitteilt und gesagt, könntest du uns nicht den Boden vorher schenken? Dann hat er spontan gesagt, du, wir können den Schenkungsvertrag machen und auf das Grundbuchamt. Das ist ja kein Problem. Wir haben dann im 2014 den Boden bekommen und haben dann im Stiftungsrat gesagt, 50 Jahre nach der Schenkung, am 130. Todestag vom Künstler, holen wir den Paxmal zurück. Die Direktion der Post hat dem zugestimmt und am 13. Mai 2016 auf den Tag und auf die Stunde genau nach der Schenkung haben wir hier die Löschung von dem Baurechtsvertrag können unterschreiben und die Übergabe bzw. die Rückgabe an die Karl Bickel Stiftung war dann perfekt. Ja. Jetzt ist das Paxmal und das Museum Bickel in Wallenstadt unter einem Hut. Super. Gehen wir jetzt noch ein bisschen durchs Paxmal und schauen die Werke an. Also, du kannst auch ein bisschen erzählen über die verschiedenen Bilder hier an der Wand, was sie bedeuten, wie sie gestaltet worden sind. Das ist auch noch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Wir haben zwei Seitenwände und den Kopfbau. Die eine Seitenwand, die wir jetzt hier davor stehen, ist das körperliche Leben darstellend, vom Künstler so bezeichnet. Es fängt an mit Mann und Weib, dann die Begegnung, das Paar, die Zeugung,
die Erwartenden und das Kind. Als Abschluss von dieser Wand haben wir hier die Familie oder die kleine Gemeinschaft dargestellt. Das ist der Künstler mit seiner Frau. Und jetzt müssten wir rausgehen und die rechte Wand anschauen. Die hat auch wieder eine Bedeutung im Aufbau. Wir haben hier das geistige Leben darstellend. Das fängt an mit den Erwachenden, dann die Ringenden, die Erwartenden, der Empfangende, die Schauenden und die Aufgehenden. Als Abschluss von dieser Wand, das geistige Leben darstellend, haben wir hier innen die grosse Gemeinschaft oder auch Arbeitsgemeinschaft. Zwischen den Säulen haben wir Pflanzen- und Tierdarstellungen. Dann das friedliche Gepräge und eine bildliche Verbindung zur natürlichen Umgebung vom Bauwerk. Im Hofraum haben wir das kleine Gewässer, das ebenfalls ein Element vom Leben darstellt und die vielfältigen Spiegelungen von seiner Umwelt zu einer sinngemäßen schönen Harmonie beiträgt. Der Karl Bickel hat hier eine neuartige Technik verwendet, also ein Mosaik. Und was neu war, es ist nicht einfach flach, sondern reliefartig. Die Grundstruktur des Paxmal, das sind Steine aus den Felsen da von den Kurfürsten, die wir im Hintergrund haben. Man muss ja das Paxmal mit den Kurfürsten-Felswänden zusammen sehen. Mosaik besteht aus Steinmaterialien aus Italien und halb Europa. Was typisch ist, als er den Karl Bickel das erste Mal verwendet hat, sind die Reliefstruktur. Die Platten, wo man die Struktur ja ebenfalls auch gut sieht, die sind am Boden zusammengesetzt worden und nachher hat man die aufgekieft zum Gesamtbild. Das Paxmal heute, Albert, hat in meinen Augen eine kulturelle Bedeutung und eine touristische. Ich denke, das ist für die Region, für Wallenstadt und für die Region etwas Einmaliges. Es ist öffentlich zugänglich, ohne Eintritt. Es kann jeder mit diesen Bildern machen, was er für sich gut findet. Und das Schöne ist, dass das Paxmal nicht in Vergessenheit gerät, sondern dass immer wieder Leute da aufpilgern und das können wir anschauen und staunen über eine Leistung, die eine Einzelperson in 25 Jahren hier oben geschaffen hat. Ich habe das einmal erlebt mit einer Journalistengruppe vom Tourismusverband Ostschweiz, dem damaligen. Da ist man auch hier hochgegangen, natürlich mit dem Paxmal im Zentrum. Und dann hat der alte Karl Bickel noch gelebt. Und ein Journalist aus dem ganzen Land hat gewusst, dass da innen eine Anlage hat, zum Musik übertragen. Und er konnte ihn bewegen, dass er ein Hornkonzert von Mozart aufgelegt hat. Dann sind die Journalisten, die ja so im Stress sind wie verrückt, 3/4 Stunde einfach da in der Halle, dort vorne auf der Mauer gesessen und haben dieser Musik zugelassen, haben sich da berieseln lassen, im positiven Sinn. Es ist in der Tat so, es hat einen elektrischen Anschluss zum Haus. Sonst haben wir hier innen keinen Strom. Wir brauchen das auch nicht. Aber so ein Konzert ist sicher eindrücklich. Und für die, die das erlebt haben, auch wohl einmalig gewesen. Ein anderes Erlebnis, das ich noch hatte, ich war einmal mit einer Führung hier oben mit dem FC Grasshoppers, mit den Senioren. Und da hat es einen Bickel darunter, einen Fußballer. Ja. Und der Künstler, ich habe ihn zusammengebracht, der Künstler hat gewusst, dass es einen Fußballer-Bickel gibt, aber der Fußballer hat nichts gewusst vom Karl Bickel, vom Bauer. Und irgendwo in diesem Zusammenhang ist dann auch noch die Frage gekommen, leben sie das ganze Jahr da oben, hat dann das bestätigt, Sommer und Winter. Und noch so eine Detailfrage, haben sie auch Fernsehen? Und dann ist er ein grosses Fenster hergestanden in seinem Wohnhaus und hat da rausgezeigt und gesagt, das ist mein Fernsehen.
Karl Bickel ist Markenstecher, Markenentwerfer natürlich zuerst einmal gewesen, dann Graveur und Maler und Bildhauer. Und in dieser Vielfalt können wir heute im Museum Bickel in Wallenstadt den Künstler zeigen. Es ist in der Tat so, dass man schätzt, dass etwa 11 Milliarden Briefmarken ab Sujet und Entwürfe von Karl Bickel auf der ganzen Welt gedruckt worden sind. Er hat über 40 Weltformatplakate geschaffen, in einer Zeit, wo noch keine Fotografie gegeben hat und nichts. Er hat unzählige Ölbilder gemalt, er hat Tuschzeichnungen, Farbstiftzeichnungen gemacht. Die Bickel Stiftung hat ja dann ein Museum gegründet. Kannst du dort etwas sagen? Es ist ja gerade 10 Jahre alt geworden. Richtig. Ganz ursprünglich hat der Künstler die Idee gehabt, in dieser vorgelagerten Wiese hier unten ein unterirdisches Bickel-Museum einzurichten. Mhm. Es sind dann Bestrebungen im Gang gewesen, um das umzusetzen. Und es ist dann gescheitert an zwei schwerwiegenden Kriterien. Das erste war sicher das Finanzielle gewesen, und das andere war, dass man gesagt hat, die Baute sei nicht standortgebunden. Und weil wir ja hier außerhalb der Bauzone sind, hätte ich keine Bewilligung bekommen. Dann haben die Leute, initiative Leute, weitergesucht. Sie haben dann den Seestross beim Lindescher-Denkmal hinten zu eine Liegenschaft gehabt, wo wir können ein Karl-Bickel-Museum einrichten können. Und dann war der Glücksfall, dass die Weberei Wallenstadt aufgeteilt worden ist und verkauft worden ist. Und da hat Karl-Bickel-Stiftung können 400 Quadratmeter grosse, säulenfreie Halle von der ehemaligen Zettlerei im Stockwerkeigentum erwerben. Und dort haben wir jetzt das Museum Bickel. Das Museum Bickel hat das Ziel, das Werk des Künstlers zu zeigen. Und alle Jahre in der Sommerausstellung werden thematisch das Leben von Karl Bickel aufzeigen, das malerische Werk, das grafische Werk, das Briefmarkenwerk. All diese Themen werden gezeigt, Stich. Und so soll der Karl Bickel auch in Erinnerung bleiben, dass man ihm jährlich eine Ausstellung widmet. Wie finanziert sich denn die Stiftung und das Museum? Ich habe gehört, dass es auch noch so einen Gönnerverein gibt. Wir fangen gerade beim Gönnerverein an. Das sind die Freunde des Museum Bickel und Paxmal, seit ganz Neuem. Die unterstützen die Karl-Bickel-Stiftung finanziell. Die Karl-Bickel-Stiftung kommt aber auch öffentliche Gelder rüber, vom Kanton aus dem Lotteriefonds. Dann durch Eintritt können wir ein bisschen Geld generieren. Es hat aber auch private Gönner und Unterstützer, und so findet man die finanzielle Situation, die finanzielle Rechnung. Weil Geld ist in dieser Stiftung keins vorhanden. Es ist ein unschätzbarer Wert von Kunstwerken vorhanden, die aber eben unverkäuflich sind, sondern die gemäß Stiftungszweck zu erhalten und wenn möglich zu vermehren sind. Gut. Du hast dich entschieden, das Präsidium von dieser Stiftung zu übernehmen. Der Freundeskreis wird präsidiert von der Denise Hugen, Kunsthistorikerin aus Wallenstadt. Was waren deine Beweggründe gewesen? Ich glaube, aufgrund der Fragen vorher lässt sich das gut begründen. Es war ein eigenwilliger Zufall gewesen, an der Beerdigung von meiner fast 100-jährigen Mutter im Jahr 2012. Wo mich am Ausgang bei der Kirche der Albert Eberli im Job gezupft hat und gesagt, können wir mal miteinander etwas besprechen. Das haben wir dann gemacht, und dann ist es tatsächlich darum gegangen, sie suchen den Präsidenten für die Karl-Bickel-Stiftung, und dann mein Name sei gefallen. Beim Heimfahren habe ich das mit meiner Frau angeschaut und habe gesagt, du, jetzt habe ich niemanden mehr zu Wallenstadt, jetzt ist der Bezug eigentlich weg. Ich mache das. Ich mache das gern. Und ich habe es nie bereut bis jetzt. Es ist eine intensivere Aufgabe, als dass man so vom
reden und schnell sagen, was es etwa zu tun gibt. Meistens sind es die Anzahl Sitzungen, die man erwähnt. Und das, was da kennst du als grosser Präsident von der Talgemeinschaft der ganzen Landwallen, sehen noch besser als ich. Aber es war genau so gewesen. Es gibt dann eben gleich mehr, als dass es den Anschein macht. Aber es ist eine sehr dankbare Arbeit, es ist eine sehr interessante Arbeit. Und sie geht uns nicht aus. Wir haben ein Thema nach dem anderen. Kurz nach dem Übernahme vom Präsidium ist es tatsächlich gegangen um die Rückführung von dem Paxmal in die Karl-Bickel-Stiftung. Das ist jetzt 2016 abgeschlossen. Und jetzt geht die nächste Phase weiter, dass wir uns allenfalls in dem Museum Bickel können ausdehnen können. Unterirdisch in einem grossen Tankkeller, der angeplant ist, wenn wir es dann schlussendlich finanzieren können, dass wir ein ständiges Bickel-Kabinett dort möchten einrichten. Das klingt ja sau gut und ich wünsche viel Erfolg und Verhandlungsgeschick. Das hast du ja auch bewiesen in der Übergabe von dem Paxmal zurück an die Stiftung. Und besten Dank für deine Bereitschaft, hier uns zu informieren. Ist gern geschehen, Guido. Danke.